Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich wieder eine französische Box für euch und zwar ist die Blissim Box bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist die ehemals Merch Box und die kommt aus Frankreich, kostet 17,90 Euro pro Box und pro Monat und sie enthält... Sammy, was machst du da? Entschuldigung. So, 5 Beauty-Schätze immer. Hey. Und da kann man dann... Ich gebe ihm mal ein Leckerli. Sollte man nicht machen. Man sollte das nicht belohnen. Aber er ist einfach verfressen. Ne? Der hat eben sein Frühstück... Oder eben ist gut. Der hat heute sein Frühstück nicht gegessen, weil hier irgendwelche Sprengungen oder sowas bei uns in der Nähe waren. Und da hatte Sammy einfach Schiss. Und jetzt ist er hier mit mir im Raum und hat offensichtlich Hunger. Und hat er sich überlegt, was ist besser als normales Futter? Leckerlis. Ja, auf jeden Fall. Habe ich hier eine wunderschöne Box, die kommt mal als Box, mal als Tasche und diesen Monat, jetzt im November, kommt die in diesem wunderschönen Design, was auch sehr schön angelehnt ist an das Design von dem Adventskalender. Falls ihr den noch nicht geschaut habt, dann schaut gerne mal vorbei, denn für 49 Tacken bekommt man da echt eine schöne Geschichte und ja, ne? Rechteckig praktisch gut. Finde ich immer eine ganz coole Geschichte. Bevor wir in die Box reinschauen, gibt es immer so ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. In dem Fall haben wir jetzt hier diese Christmas-Ausgabe davon. Das heißt, ja, das ist halt von dem Adventskalender Design aufgegriffen worden. Und hier haben wir dann verschiedene Christmas-Ideen und so, halt alles auf Französisch. Und wir haben hier auch noch mit drin das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und wir haben hier Minuit Sonne als Motto, finde ich, weiß ich nicht... Entschuldigung, Sammy hat euch getreten. Mosi, was machst du denn da? Blödsinn. Okay, und wir haben hier auch immer so ein Editorial drin. Ich bin vorbereitet, sogar sehr vorbereitet. Ich lese euch das mal eben kurz vor, was ich da übersetzt habe. Ja, ich trage jetzt gerade eine Brille. Das ist einfacher für mich zu lesen. Bei Zinf bekommt ihr die Brille. Und mit dem Code WELT könnt ihr 50% bzw. 20% auf die Gläser und auf die Gestelle sparen. Ne? Ich glaube... 20% auf die Gläser und 50% auf die Gestelle. Hammer. So, weil das Editorial ist auf Französisch und ich möchte es euch mal vorlesen. Im November richtet sich langsam, aber sicher die Wintermagie ein. Jede Nacht nähern wir uns der festlichsten Zeit des Jahres. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als vor dem Einschlafen die Sterne zu zählen und uns von der Nacht ummanteln zu lassen. Ob Party- oder Wellnessnächte, wir haben die perfekte Routine zusammengestellt, die sie bis in die frühen Morgenstunden begleiten wird. Jo, also das ist das Editorial dazu und es geht wahrscheinlich eher um Pflege als um dekorative Kosmetik. Ich habe auch einen Link in der Infobox, da kannst du gerne mal vorbeischauen, falls dich die Box interessieren sollte. Ich habe hier gleich einen Hund auf dem Schoß. Und ich stopfe ihn weiter mit Hundekeksen zu, ne? Das ist ganz furchtbar, ich weiß. Auf jeden Fall ist da ein Link, da kannst du dann ein bisschen sparen und ich kann dadurch, ich glaube, Blissim Points oder sowas sammeln. So. Genug geredet, wir schauen uns jetzt mal die Box von innen an. Oh mein Gott, dieses Video ist ein bisschen katastrophal heute, ne? Ja, genau. Falls du übrigens Bock drauf hast, mehr von diesen Katastrophen zu erleben, kannst du mich entweder, falls du es noch nicht getan hast, hier einmal abonnieren. Dann kriegst du nämlich aktuell zweimal täglich den geballten Wahnsinn von mir. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich AEDUALCOUP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, es ist ein verrückter Name, aber das passt halt auch irgendwo ein Stück weit zu mir. Genau, da kannst du mir sehr gerne folgen. Okay, ich habe den Deckel entfernt und wir haben hier den Blick in die Box. Und ich nehme als erstes das Produkt raus, was uns ja schon quasi eben entgegengesprungen ist, als wir das Editorial gelesen haben. Und zwar haben wir was von Rituals hier drin. The Ritual of Ying Relax Soothing Body Cream mit Sacred Lotus und Jojoba. 70 ml sind hier drin enthalten und das duftet, Leute. Ich mag diesen Duft von Ritual of Ying unfassbar gerne. Ist so ein schöner, ja, Nase hochziehen, ne, ganz furchtbar. So ein schöner Unisex-Duft, der einfach so einen einlullt in Liebe gefühlt. Und dieser Hund braucht auch mal ein bisschen mehr Liebe, wa? Noch mehr? Ja, noch mehr. Noch mehr Liebe. Noch mehr Liebe. Und genau, deswegen. Und das ist ja halt die Body Cream, die ich einfach, die hatte ich auch schon mal in groß, weil wir hatten mal bei der Look Fantastic Box auch so ein Special und da habe ich einen kompletten Tiegel davon leer gemacht. Also wahnsinnig toll, sehr pflegend, sehr angenehm und jetzt im Winter auch schön, weil sehr reichhaltig. Dann gehen wir zum nächsten.
Hier habe ich was von Kérastase drin. Übrigens, es kann sein, dass das ein oder andere Produkt sich unterscheidet zu dem, was ihr zum Beispiel bei Unbox Butterfly Nicole seht, weil die Blissinbox sehr darauf achtet, dass man auch wirklich seinem Beauty-Profil entsprechend die Produkte bekommt. Und das finde ich sehr, sehr freundlich. Hier habe ich von Kérastase Genesis Beurre Nutri Fortifiant, also quasi ein Dry Week, was? Ein Anti-Hairfond Fortifying Shampoo, ein kräftigendes Shampoo gegen Haarausfall. Und hier sind 80 Milliliter drin. Kérastase ist eine Marke, die sehr pflegend tatsächlich auch für meine Haare ist. Meine Haare mögen das sehr gerne. Und die riecht auch immer so gut, ne? Oh mein Gott, ja. Das mag ich sehr gerne leiden. Also ein schönes Produkt drin mag ich. Und es ist rosa. Mag ich. Ja. Ich sollte mir meine Nase putzen, aber ich habe hier leider keine Tempos oder sowas. Naja. Dann habe ich hier von Imparfait Creme de Nuit eine Comforting Night Cream für trockene Haut. Ich habe trockene Haut, das habe ich auch angegeben im Beauty-Profil. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das finde ich super. Ja, Nachtcreme, ne? Reichhaltige Produkte. Ich habe jetzt auch gerade meine Pflegeroutine so ein bisschen umgestellt auf mehr Gesichtsöle, reichhaltigere Cremes, mehr so mit Urea und Hyaluron und mehr reichhaltig halt, ne? Weil meine Haut ist generell trocken und jetzt, wenn ich halt diese Zeit habe, wo wir viel Heizung anhaben oder den Kamin anhaben oder es draußen generell trockenere Luft ist, dann trocknet meine Haut natürlich noch mehr aus und sie schreit und dann kriegt sie natürlich, was sie braucht. Und deswegen finde ich das sehr charmant, dass darauf geachtet worden ist, dass dann auch so eine entsprechende Creme mit in die Box gepackt worden ist. Mega. Dann habe ich hier etwas in einer sehr süßen Verpackung. The Beauty Crop Glow Milk Nourished with Coconut and Argan Oil Illuminating Milk for Face and Body. Aha. Ist das so eine Art Highlighter oder sowas? Es ist tatsächlich in so einer Milchverpackung, ne? Und hier ist ein Smiley drauf. Also wenn das nicht mal Packaging Goals sind, ne? Das ist super niedlich. Ich habe die Farbe Peer Pressure hier drin. Wie einfach. Sammy, du bist ein verfressener Stock. Er hat jetzt Tatsache seine Leckerli-Tüte angestupst. Die habe ich übrigens mal geschenkt gekriegt, beziehungsweise vielmehr Sammy. Von der lieben Bugs war das tatsächlich. Also ja, ne? Die steht hier immer und Sammy liebt diese Tüte. Und ab und an kriegt er auch mal was davon. Ab und an ist gut, ziemlich häufig tatsächlich. Wenn wir hier auch dekorative Kosmetik drin enthalten haben, kommt das natürlich in meinen Full-Face-Beauty-Boxen rein. Heute drehe ich jetzt hier am, was ist das, 4. November. Und das heißt, genau, jetzt habe ich eigentlich schon alle Produkte auch für Oktober zusammen. Das heißt, morgen könnte ich das theoretisch auch mal abdrehen und dann kann ich das auch bald online stellen für Oktober. Und jetzt sammle ich jetzt natürlich die ganzen Produkte für November. Das sieht nach einem ganz klassischen Liquid Highlighter aus, ne? Das muss ich mir mal genauer angucken und das wird auch im Full Face Beauty Boxen seine Anwendung finden. Wie viel haben wir denn hier drin? Das ist ja gar nicht mal so viel, ne? Brauchst du ja auch nicht eigentlich bei Liquid Highlightern. Oh, vegan ist es auch noch, tierversuchsfrei und so. Also, ja, eine Menge steht jetzt hier nicht drauf. Finde ich noch irgendwie raus. Das steht meistens auch im Heftchen mit dabei oder so, ne? Da schreiben die das auch mit hin. Hier steht es jetzt, wie gesagt, nicht mit auf der Verpackung drauf. Oder so klein, dass ich es jetzt gerade nicht lesen kann. Finde ich aber unfassbar süß. So, dann haben wir noch eine Probe hier mit dabei. Das haben wir ab und an, aber das zählt dann halt nicht als Produkt. Da kann man einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Das hier ist jetzt von Bon Parfumeur Paris 103 Fleur de Tiare Jasmin und Hibiskus Floral Eau de Parfum 1 ml. Ja, da kann man mal das Parfum ausprobieren, weil Blissim ist ja auch ein Online-Shop, also da kann man die Produkte auch nachshoppen und als Abonnent bekommt man das alles, ich glaube, 15% günstiger, als wenn man das normalerweise kaufen würde und ja, dann kann man das auch mal schnuppern und schauen, ob man das sich nachbestellen möchte. Das letzte Produkt ist, glaube ich, sehr hochpreisig, denn das ist von SVR, Laboratoire Dermatologique B3, also 5% Vitamin B3, 3 Hyaluronsäuren, Ampoule Hydra, ein Konzentrat 10 ml. Ist Vitamin B3 nicht Niacinamid? Ich glaube schon, ne? Also ja, B3 müsste Niacinamid sein. Und das hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was ich sehr gut verwenden kann. Vor allem, weil das ja auch so richtig so eine... oh, wow. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Beauty Mates Produkte, weil das halt auch so eine Ampulle ist und man quasi hier so ein Prümpel hat, ne? Und dann kann man sich das auf das Gesicht geben und dann wird alles hydratisiert und entspannt und so. Finde ich total cool. Das waren jetzt auch die 5 Produkte plus eine Probe, die wir jetzt hier in der Box mit drin hatten. Ich muss wirklich sagen,
Das ist eine Box, die sich halt wirklich Gedanken darüber macht, was man für ein Beauty-Profil hat. Es ist eine sehr herzliche Box, die ich einfach sehr empfehlen kann, weil sie auch sehr individuell gestaltet wird. Ich habe euch auch mal das Profil von Nicole, Unbox Butterfly Nicole, unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr mal schauen, was sie in ihrer Box drin hatte. Ich finde das auch mal sehr spannend zu sehen, weil es doch sehr unterschiedlich ist, weil wir sind ja auch andere Hauttypen und so, ne? Andere Haartypen, und darauf wird halt hart geachtet. Man muss sich ein bisschen durchfuchsen durch den Online-Shop, denn wenn man nicht herausgefunden hat, wie man die Homepage auf Deutsch oder auf Englisch umstellt, dann hat man das Ganze natürlich auf Französisch, und das Ganze ist etwas challenging, gerade wenn man dann dieses Beauty-Profil ausfüllt. Aber wenn man sich da durchgefuchst hat, dann bekommt man die Belohnung und alles läuft wie geschmiert. Irgendwie konnte man sich auch ein Produkt aussuchen. Ich glaube, ich habe es voll verpennt. Ich glaube, bei Rituals hier, da konnte man sich eine Reihe aussuchen. Da ist dann irgendeine bei mir jetzt angekommen. Ich freue mich sehr über die Ying-Reihe. Das war's von mir und diesem Video. Wie gesagt, geile Box, ne? Finde ich schön. Abo läuft weiter, selbstverständlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!